Hallo und herzlich willkommen zu der Fortsetzung vom Rainbow Six Siege Let's Play. Denn jetzt hier ist die Open Beta raus. Es können sozusagen alle spielen. Bei der Close Beta zwar fast auch alle, aber naja. Naja, hier sind wir nun und zocken die Open Beta. Also wir, das sind Omniton, also ich und Saban. Das bin ich, hallo zusammen. Und zusammen mit zocken wir auch mit Alex. Hallo. Kennt man vielleicht als Special Guest bei dem ersten Rainbow Six Siege Video. Und wir, da wir im ersten Video ja nicht den Multiplayer zocken konnten, weil es da immer wieder abgestürzt ist, versuchen wir das mal einfach nachzuholen. Vielleicht auch eins vorab, wir konnten ja, weil wir auch an der Closed Beta schon teilnehmen konnten, da waren wir ja so glücklich, dass wir einen Key bekommen haben, ne? Ja, konnten wir schon einen Tag früher hier die Open Beta spielen. Oder alle, die an der Closed Beta schon einen Key hatten, hatten schon einen Tag früher den Zugang erhalten. Nur da konnten wir leider auch wieder nicht den Multiplayer spielen, weil irgendwie dieses Matchmaking nicht so funktioniert hat wie geplant. Ich musste auch noch da ein paar Gigabyte runterladen. Ja, du mit deiner Bambusleitung. Ja, Ja. die du auch mal hattest. Die ich auch mal hatte, ja. Aber die war immer noch besser als deine, obwohl eigentlich gleich. Egal. Ich habe euch mal eingeladen. Okay. Ich habe irgendwie keine Meldung erhalten. Und da geht der Spaß wieder los. Ja, mal sehen, wie gut die Beta hier jetzt ist, ne? Also ich bin drin anscheinend. Ja. Alex, du Ja, bei mir. Das Spiel Chris, also abgestürzt. Das Spiel, ach, das Spiel ist abgestürzt. Chris, ich höre dich gerade hier in der Aufnahme doppelt, ne? Du hast Also mich. du hast dein Ingame-Mikro an anscheinend, also in der im Squad. Wie macht man das aus? Und das findest du, glaube ich, in den Einstellungen, hoffe ich. Also die Probleme hier hatten wir natürlich in der Closed Beta nicht, ne? Nein, das lief alles wunderbar. Genau, das war ein fertiges Spiel und jetzt ist es irgendwie unfertig. Naja, also ich würde sagen, es ist jetzt genauso fertig wie damals. Naja, es sieht optisch ein wenig anders aus und ich glaube, Ja, das war schlechter es. nämlich. Ja. Spielt ja auch auf sehr hohen Texturen. Boah, meist ist hoch. Ich glaube, sonst Mittel. Wo hast du es denn ausgemacht? Ich habe da nie was deaktiviert, ich habe das immer so. Audio und dann einfach push to talk rein, das passt schon, das reicht schon. Ist ja auch. Okay. Also Alex, du hörst ihn doch auch doppelt, oder? Nee. Okay. Hörst du mich denn immer noch doppelt? Also jetzt schalt es. Sag nochmal was. Hallo? Im Squad erscheint auch dein Ja, im Mikro. Squad sagt er tatsächlich was, aber ich höre es nicht. Ich höre es doppelt dann. Ich kann keine Ahnung, wo ich das hier ausstelle. Packt ihr das jetzt mit in die Aufnahme? Ja, das tun wir hoffentlich. Klar. Ja. Anfangsschwierigkeiten, wir zeigen alles. Ja. Ich Alles dachte, wir machen Werbung ungeschnitten. für das Spiel. Ja. Ja, auch schlechte Werbung ist Werbung. Ja, stimmt. Und jetzt? Sag nochmal was. Hallo? Ja, es erscheint immer noch. Ich kann Kannst du mich das dann ganz abstellen? ganz, also ich hab dich gemutet, ne? Also. Dann läuft's. Beim TS oder beim... In-game habe ich dich gemutet, Ja, dann das ist ist doch alles gut. okay. Also, ich würde sagen, wir starten, ne? Sucht einer von Ja. euch. Okay, dann Multiplayer. Was nehmen wir denn? Nehmen wir das normale oder nehmen wir das mit dem Rang da? Erstmal Casual, glaube ich, weil... Vielleicht erklären wir das auch mal ganz Ah ja, kurz. genau, Die also... es noch nicht gespielt haben. Casual ist halt einfach jeder gegen jeden sozusagen und... Je häufiger man spielt, ne, dann gewinnt man sozusagen so einen Rang. Das sind ja die ganzen XP-Punkte, ne? Wie man hier oben sieht. Genau, ich bin Rang 2. Was seid Ich ihr? auch. Ah, gut. Und wenn man halt Ranked spielt, dann spielt man meistens das Matchmaking, dass man halt nur gegen gleich starke, also vom Rang gleich starke Spieler spielt. Also vielleicht sowas wie, wenn man Vergleich ziehen will, wie bei CSGO, wirklich die Wettkampfspiele und Casual, ja, Gelegenheitsspiele, würde ich sagen. Ich würde aber sagen, wir spielen Casual.
weil ja noch nicht so viele Leute dran haben, also ist eigentlich... Ist ja auch Beta, also. Ja, scheißegal. So. Wir finden schon mal ziemlich schnell ein Team. Ja. Ja, das ist ja auch nie das Problem gewesen. Das Problem ist jetzt, dass... Ah, es geht ja tatsächlich. Das Gegnerteam zu finden, funktioniert irgendwie nie. Ja, das war am ersten Tag für die, die die Close Beta gespielt haben. Das Problem. Ja. Naja, nach einer halben Stunde kam dann der Patch, der das behoben hat. Ja, wenigstens. Jetzt läuft zwar gerade kein Countdown runter, das irritiert mich auch. Bei mir lädt es noch aus irgendeinem Grund. Also alle. Ja, bei allen steht Loading. Nee, bei allen steht Loading complete. Bei mir steht nur noch Loading. Ja, ja, okay. Loaden, loaden, loaden. Alter ist schon abgehauen. Oh mein Gott, es dauert 5 Sekunden. Nein! Jetzt haben wir es nicht. Ich glaube, wir gehen nochmal ins Menü. Ja, wir spielen sonst ein 3 gegen 3. Nee, lass mal nochmal ins Menü zurück. Okay. Jetzt ist es fertig. Ja, trotzdem geht's. Jetzt sind wieder welche beigetreten. Jetzt sollen wir ins Menü oder nicht? Ja, ins Menü. Oder? Okay. Ja, nee, jetzt sind wir wieder Gegner. Was sind das denn für Leute? Die hauen einfach mal ab, weil der andere ein bisschen länger lädt. Okay, jetzt höre ich gerade Alex doppelt. Dann mute mich auch. Da komme ich gerade nur nicht mehr hin. Vielleicht sind auch alle rausgeflogen. Das könnte auch ein Grund sein. Also es wäre mal gerade ganz gut, wenn ich irgendwo dich muten könnte. Also im Spiel dürfte ich nicht zu hören sein. Der ist mein Ding auch gar nicht eingeschaltet. Jetzt höre ich dich nicht mehr. Aber gerade eben, wo wir den Ladebildschirm hatten, also Übersicht, da ist auch dein Symbol aufgeploppt. Wir verteidigen jetzt, oder? Nee, wir attackieren. Ja, und wir sind jetzt aber schon in Runde 2, glaube ich, oder? Ja, steht Runde 2. Also bei mir kann nämlich gerade gar nichts auswählen. Ja, bei mir steht auch 0-0. Ja, bei mir steht 0-0 und ich bin gerade in der Operator Selection. Ja, muss dann Standards gehen nehmen. Ja, aber das geht nicht. Confirm? Nee, also ich bin hier gerade Operator Selection und ich konnte nichts anklicken. Oh, okay, jetzt bist du aber drin. Ich habe Timid jetzt ausgewählt. Ja, und ich nehme Glas. Das ist einer von den Spätznuts. Ah, ich sehe ihn, ja. So, jetzt müssen wir... Mal sehen, ob alle noch beginnt. Laden. Also, wir alle laden noch gerade. Oh, stimmt. Tja, das ist... Ich kann gerade auch irgendwie auf gar nichts zugreifen. Ja, man kann auch... Ich kann auch gerade nichts machen. Ich kann auch nicht die Einstellung ändern oder so. Also, wie ihr seht... Wir stehen hier eine Woche ungefähr vor Release des Spiels und es gibt natürlich keine Probleme. Ja, das sind ja nur Kleinigkeiten. Oh, jetzt noch einmal das Spiel. Da steht Choose a Player, please. Und, aber wir haben doch jetzt alle einen Spieler. Ja. Wo steht denn das? Also bei mir steht das nicht. Bei mir steht gerade Orange Team und Loading. Bei allen. Ja, das ist bei mir auch. Aber seht ihr da oben? Also da steht 4 von 5 Spielern bei Orange. Bei Blau 5 von 5 Spielern. Irgendwer von uns irgendwie nicht richtig da, keine Ahnung. Ja, aber bei mir steht bei allen Loading. Bei mir auch. Bei mir auch. Tja. Wollen wir sonst noch mal ins Menü? Ja, würde ich behaupten. Aber warte, wir können dann noch gerade ein paar Sekunden warten. Das können wir vielleicht auch ein bisschen wegschneiden, keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Nee, vielleicht sollten wir es drin lassen gerade hier. Wir machen alles ungeschnitten. Wir wollen doch hier YouTube zeigen, wie geil das Spiel ist, wie weit sich die entwickelt. Und dann werden wir von Ubisoft gesperrt. Ja, jetzt zeigen das hinter den Kulissen von Ubisoft. Ne? Wir zeigen jetzt nicht nur die schönen Seiten, sondern auch die schlechten Seiten. Genau. Also ich würde sagen, wir warten noch so 10 Sekunden und dann geht's ins Menü zurück. Okay. Ja, wie ist das denn? Ja, ich würde es jetzt schon machen, weil wir die einzigsten im Team sind. Okay, dann hat bei einem von uns dauert das. Seht ihr? Zwei. Ah, beim. Ah, bei Alex. Also ich komme jetzt gerade auch nicht mehr aus dem Spiel heraus. Das ist natürlich auch sehr schön. Ich muss das jetzt neu starten. Ja, ich. Ja. Also ich will schon abbrechen, wie ihr hier seht, ne? Aber das mit den Einstellungen abrufen, da funktioniert gerade irgendwie nicht. Ich drück schon wie ein Verrückter auf F10. Ja, das geht mir gerade... Oder Alter 4. Ich glaube, das ist echt der letzte Schritt. Okay, warte mal, bevor wir das machen, sollten wir nochmal kurz... Und das war eine Beta, die ziemlich kurzfristig angesagt wurde. Eine Open-Beta, die eigentlich nur für die Tests der Server diente, ne? Das Spiel sollte fertig sein. Okay. Hast du mal gehört? Ja.
fertig. Wenn ich das richtig verstanden habe, war das Spiel auch zur Closed Beta fertig, nur halt die Server nicht. Ja, das ist halt einfach hier der Loading Simulator 2015. Ja, das schreiben die Leute auch immer in die Chats. So, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen jetzt hier einen kurzen Cut. Ja, da bin ich auch. Fangen dann wieder im Menü wieder an, ne? Also dann. Bis ciao, gleich! Macht's gut, ja. Tja, da sind wir auch schon wieder da. Mussten das Spiel abbrechen. Hurra, nach diesem schönen Loading-Screen, der dauerhaft da gewesen war. Ja, so. Lädt einer ein? Ja, Alex hat schon, ne? Also ich join mal seinen Squad. Vielleicht funktioniert es bei ihm ja besser. Oh ja, Alex. So, mal schauen. Vorher sollte ich mal euch in-game muten. Ja. Den guten Omnitron. Und den guten Dimedrol. Ja, Dimedrol. Ja, die neue Werbung hier. So, ja, such mal, so Alex. Dann spielen wir mal Casual. Ja. Auf Mirage. Was? Haben die hier CSGO-Maps drin? Hm. Da ja, könnte man sich mit Mods vorstellen. Dann lass mal Inferno dauersuchten. So. Ah, wie sehr hast du einen Bonus gekauft? Ja, man bekommt ja 1800. 6 Münzen sind, nenne ich die jetzt einfach mal. Es scheint so, dass es heute Abend wirklich mal funktioniert, ne? Ja. Also, wir waren noch nicht so früh, Freund. Ja, okay. Also, du startest schon mal bei Runde 1. Ja. Ah, ich hab dir jetzt den Kommandanten geklaut. Kommandanten, sag ich schon. Also, ich bin mal wieder der Mate hier, ne? So, ich hab jetzt confirmed. Ich hab jetzt mal den Nash zum Ausprobieren. Ist mich doch mal direkt mal ready. Bei mir sieht's auch gut aus, nur der eine ist. Okay, ah, er kommt. Managing Loadout. Sieht alles gut aus, noch. Bei den Leuten, bei den Gegnern 3 von 5, 4 von 5, jetzt fehlt bei jedem. Ach, wie schreibt man nochmal? Mit U? Mit T. Loading. Einer lädt noch bei uns. Das ist Omnitron. Nicht lad, achso, ja. Aber dafür war ich gerade eben als einer der ersten ready. Was man vielleicht auch noch ändern könnte, wäre die Begrenzung Chat rausnehmen. Man kann ja, glaube ich, 20 Zeichen oder so nur schreiben. Na ja, gut. Und das reicht meistens für einen ganzen Satz jetzt nicht aus. So, hoffe die bei den anderen. Ah, siehst du, hat schon gestartet. Jetzt bleiben wir wahrscheinlich in der Wolke. Okay, es geht los. Ja. Gibt's einen Plan? Außer nicht draufgehen. Hier kommt man natürlich nicht hoch. Ach, die Karte ist das, die hatten wir ja schon. Ja, aber wir ruckt jetzt ein bisschen. Ja, das ist normal. Ja, also, das ist das Spiel. Das ruckelt jetzt auch. Ah ja, also ich bin gerade unter die Map. Unter der Map, ja so. Ja, da. Ah, schöner Garten, ja. Also im Vergleich zur Closed Beta hat sich die Performance meiner Meinung nach etwas verschlechtert. Also ich wollte nur gerade sagen, also ich war gerade unter der Map. Ich bin tot. Ja, ich bin auch unter der Map, also bin da irgendwie durch den Boden gebackt. Ja, ich konnte gerade noch einen Enemy spotten und auf jeden Fall ist schon mal klar, wo sie sind, das ist doch praktisch. Ach, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt erwähnt haben, dass wir aus beiden Sichten aufnehmen. Ja gut, das wird man wohl sehen, ne? Also jetzt, ab jetzt wisst ihr es, also sieht's aus beiden Sichten. Okay, Alex, du hast den Diffuser. Ja. Wir bleiben mal hinter Alex. Alex ist hier jetzt hier der Kommandant. Aber ja, ich habe ja kein Schild. Und vor allem, wir müssen uns ein bisschen aufteilen. Also nicht alle auf einer. So, ich bleib gleich mal ein bisschen zurück, um eine Drohne zu steuern. Für Aufklärung. So. Okay, wo ist die Bombe denn? Ach, da unten. Keine Ahnung. Dann sind wir ja eine Etage zu hoch. Geil. Also ich bleib mal hier bei Omnitron, ne? Okay, ich komm gleich rüber. Nein. Gehen wir hier durch? Ja, warte, erstmal. Ja, setz schon mal dran. Also keine Termit, sondern nur gehen, ne? Oder hast du keinen? Termit lieber für verstärkte Wände. Das war Termit, aber egal. Nimm's wieder ab, dann mach ich Termit. Wie geht das mit dem? Geht dahin. Mit F gedrückt halten. Ah! Dann mach ich's einfach dran. Ich könnte das Ding auch aufschieben. Okay, hab dran gemacht. So, und go. Die machen jetzt auch mehr Schaden, die Ladung. Okay. Gehen wir durch? Ja. Drohne raus. Alex, wie sieht's da aus? Also die Etage ist clear. Ich bin schon drin. Bei euch ruckelt es auch.
Wir gehen mal zur Treppe, ja? Ja. Okay, bis zu meiner Drohne könnt ihr gefahrlos rüber. Dann auf der Etage geht's schon mit den Schießereien los. Okay, das. Okay. Ich hab nur mal so eine Frage, ruckelt's bei euch auch? Gelegentlich. Ja, das ist, denke ich mal, normal bei dem Spiel. Ist doch auf den Flur auf. Wir sind an der ersten Bombe. Kameras abschießen, bitte. Die ist tot. Alle im ja. Bombe, blenden. Bitte den Stachel gerade. Also für ich mach das gleich. Fuchteln, tue ich mir gerade ein bisschen entschuldigen, ich bin gleich. Naja, ich glaube, dass du dich nicht bei den Zuschauern entschuldigen musst, weil das hier bei allen gerade der Fall ist. Ja, aber ich glaube bei mir gerade besonders. Was ich jetzt aber gleich mache, ich stelle ein bisschen die Grafikeinstellung runter, vielleicht ändert das ja ein bisschen was. Da hatten wir mal einen. Ich will jetzt die Ladung mal ausprobieren. Okay, Schüsse hier bei mir, bei dem Kollegen noch nicht. Wow. Beide da? Nachbarraum. Ich brauch Hilfe. Ich bin sofort gestorben. Ja. Na, ich bin tot. Nice. Wer war hin? Wir haben es gepackt. Lief zwar irgendwie schlecht für mich, zumindest gerade, aber. Also ich weiß nicht, wie ich gerade gestorben bin. Naja, wenn heftige Gefechte sind, ich glaube, das muss ich gleich nochmal optimieren. Hört man euch, zumindest bei mir gerade hier, ein bisschen schlecht. Ja. Könnte ich noch machen, aber Options kann man das noch schnell gerade ändern. Könnte man machen, ja. Aber ich wollte euch, wenn auf dem TS lauter stellen und ich will jetzt nicht hier raus tappen. Ja, ja. Was neu ist, dass die Bomben jetzt zufällig platziert werden. Früher konnte man das ja wählen. Ja, das weiß ich auch noch, genau. Ich mach's jetzt mal auf High. Fand ich eigentlich besser mit dem Wählen, mit den Bomben. Audio, ich stell's mal auch mal gerade nochmal ein bisschen runter allgemein. Secure the bombs. So, jetzt hab ich mal einen Standard-Skin als Verteidiger. So, das müsste eigentlich passen. Und es geht schon los, ne? Wie ich ach, wir haben zwei Stück. Jo, A und B, Wir müssen immer noch nur eine entschärfen, oder? Ja. Anders als bei Terroristen, da muss man nämlich zwei. Aber wer hab ich denn. Wollen wir die roten Wände hier noch verstärken? Noch hier mal eine Wand verstärken. Bei der großen. Ja, ich bin jetzt im Moment bei A. Okay, da habt ihr zugemacht. Geh mal zum Xaron. Ja, ich mach mal überall hier. Ich frage, kann ich die Sachen von meinem Kollegen auslösen? Ich glaube nicht, ne? Meinst du Bomben? Ja, der hat so eine. Alex, du willst hier nicht zu machen. Laser. Ja, dann könnten wir nämlich notfalls schnell rüberlatschen. Okay. Ja, ich bin jetzt hier ein bisschen eingekesselt, aber davon lasse ich mir jetzt hier nicht. Ah, man kann auch nur eine dieser starken Wände aufbauen, ne? Ja. Haben sie auch gekriegt. Ja. Okay, ich glaube, es kommt auf den Typen an, den du steuerst. Ah, das kann sein, ja. Schau mal eben draußen. Oh, da haben wir jemanden. Ah, ja, draußen. Drei Leute, vier Leute draußen. Was? Ich bin verletzt. Da bei mir ist ein Gegner, der verletzt ist und ich bin auch verletzt. Tötet den mal. Okay, ich schau nochmal durch die Kamera. Das markieren. Wie gesagt, in meinem Raum ist ein verletzter Spieler und ich bin auch verletzt im A. Raum. Was hast du denn Schild auf? Just saying. Ein verletzter Spieler bei A. Töte ihn erstmal. Töte den anderen. Hast du? I have defused. Schild an der Treppe unten. So, und jetzt mich. Ich bin zu doof gewesen. Ich hab den nicht gesehen. Du bist einfach durch den durchgelaufen. Danke dir. Du lebst auf jeden Fall. Ja. Aber. Wow. Runter und scheiße. Alter, ich krieg hier. Bye. Unter uns? Ich versteck mich bei dir. Ja, denen. An der Treppe. Ja, gerade, ich hab nur 18 Schuss. Könnt ihr mir in den Rücken schießen? Jetzt, komm. Ich komm jetzt. Hab ihn. Nice. Nee, ich bin tot, verletzt. Ja, krieg ich weg. Nee, ich bin tot. Einen hab ich. Aber ist tot? Scheiße, aber ich meine, hab ich. Fertig oder wie der heißt? Komm zu mir! Ach schade. An der Treppe ist noch einer. Friendly last operator standing. Ja genau, der hat mich auch umgebracht, dieser Typ, der uns alle killt gerade. Muss ich noch zwei Minuten. Er ist auf der Treppe, er kommt jetzt hoch. Ich hab die Kamera. Just wait. Du sollst warten. Ja. Stop here. Er ist jetzt wieder die Treppe runtergegangen und ich hab die Kamera auf dem Flur bei dir.
Du hast Zeit. Ja. Ich schau eben die, ja, weiter unten die Kameras. Scheint nicht hochzukommen. Ja, der hat Angst. Zumindest nicht übers Treppenhaus, mehr kann ich dir nicht sagen, ne? Vielleicht er ist draußen. Ja. Ja, er kommt da durchs Fenster. Er ist jetzt rechts davon, von dir aus links. An der Ecke. Jetzt da runter. Der schmeißt irgendwas rein. Ich glaub, da kein Blöd. Reload! Jetzt ist er nach ganz oben. Könnte durch die Decke kommen wollen. Ich hab nur die Steuerung über die Kamera auf dem Flur. Ach nee, er hat nur die Seite gewechselt. Ich bin so am Arsch. Ey, vor allem, ich krieg das nie ganz richtig mit, ne? Warte mal, wenn er den Diffuser droppt, ne? Plantet. Ja. Läuft dann die Zeit nicht mehr weiter an sich? Gute Frage. Muss man in der Zeit diffused haben oder nur geplantet haben? Ich weiß das gerade nicht. Tatsächlich eine gute Frage. Ja. Er geht rein, okay, ist drin. Was heißt drin? Ist er bei Bombenplatz? Im Gebäude, mehr können wir nicht sagen, da gibt's keine Kameras mehr. Hast du auch die Kamera auf dem Flur? Ja, jetzt schon. Okay, die hab ich auch. Ich schau jetzt mal bei Chris nach. Der ist im Raum drin. Ich warte aber noch. Wallbang. Ja, auf dem Flur! Jetzt ist er da. Ist auf dem Flur! Ne, jetzt könntest du vielleicht. Nein, pass auf. Nicht, er kommt rein! Nein! Scheiße. Aber ich hab den gerade noch gesehen, wie er zum Flur war. Schade. Ja, wäre sowieso reingegangen. Vielleicht hätte ich in der Ecke bleiben sollen, aber. Du warst aber auch vom HP ziemlich low, oder? Ja, 16 HP, das war ein bisschen ja. Ah, Termit hat jemand vor mir weggeschnappt. Ah, schade. Aber. Der Ash hat ja eine G36C und eine R4C. Der einzige Unterschied von der R4C zur G36 ist, dass die R4C in allen Werten besser ist. Welchen Sinn macht es dann, die G36 zu wählen? Keine Ahnung, gar keinen eigentlich. Ey, die ist doch eh Schrott. Ja. Ja. Naja, eben habe ich einen gekriegt. Mit dem Ding. We need to locate a bomb. Aber okay, muss echt sagen, also dieses, also das ist ruckelt, ne, das ist echt nervig. Vor allem in der ersten Runde, der Gegner kommt um die Ecke, ne, und ich bin sofort tot. Er hatte eine P90. Und ich war sofort tot. Ich habe doch nicht mal einen Schuss mitbekommen. Ich habe nichts gehört und war tot. Ja, das ist auch ein bisschen das COD-Problem, dass die Server irgendwie zu lecken scheinen. Ganz oben übrigens. Oh, ja, hier ist Draht. Passt auf, da ist ein Störsender. 10 Sekunden vor Insertion. Also ganz oben, wenn man rein. Ich bin abgeschossen. Ich bin tot. Wenn ich doch aber wissen, dass es oben ist. Also. Warte mal, war das die oberste oder die zweite? Die oberste. Okay. Okay. Oh, ich habe wieder den Diffusor. Also man muss sagen, also wenn man alleine spielt, dann ist es ruckelfrei, ne? Genau. Müssten wir gleich den Modus Terrorist Hunt mal gucken, wenn wir nur zu dritt mal spielen, wie es dann die Performance ist. Ich glaube aber nicht, dass das an der Spieleranzahl liegt. Okay, wie wollen wir reingehen? Warte mal, da ist noch was. Erstmal könnten wir den Störsender abschießen und eine Drohne. Das, den Störsender habe ich weg. Ach nee, das war Elektro. Also ich gehe hier an der Seite rein. Kommt einer mit euch? Ich habe die Drohne reingeglitscht. Also Moment, auch ich. Ach, da nehme ich. Ja, ich bin hinter dir. Warte. Schau. Ich komme vom Dach. Okay, in dem Rauch sind doch. Rauch. Rauch. Flashbang reingeworfen, Achtung. Da sind zwei, da ist einer. Im Bombenraum selber sind zwei, theoretisch. Ich hau auf. Dann. LOL, stecken geblieben. So, was bei mir gerade sieht, ich habe so ein spezielles Visier, das direkt auf den Kopf aimt. Wenn es funktioniert. Bin fast tot. Granate. Nein, so. Komm schon. Oh, scheiße, ich bin tot. Ich hab aus Versehen einen von uns angeschossen. Nein, ich bin tot. Auch so schwer zu sehen. Ah, schade. Also ich hatte eine gute Taktik, aber leider waren wir um zwei. Was steuere ich denn dort? Ja. 3 gegen 3, aber ich habe noch 6 HP. Lebt noch einer von euch? Schieß doch drauf, Junge! Ja, er hat ihn. Er hat ihn.
Hat er mich? Nein, ich meine, der Typ mit dem Schild hat den Gegner. Ich lebe wieder, also. Ja. War nur verletzt halt. Hm? Können wir eine. Können Kameras hier nicht steuern. So, wer hat eigentlich den. Hast du die. Nee. Diffuser is active, protected at all costs. Der ist ja nicht, schießen da durch. Guck, na, genau, guck. Kann ich durch die Wand nicht holen. Kommen die hinter mir? Mach da, wo Montagne gerade reinschießt, da ist einer. Haltet mal meinen Rücken im Blick. Ja, nur wenn die Gegner halt, wenn die deine Leute das. Auf jeden Fall ist der Action. Jetzt nur noch einer, ich geh mal raus, oder? Warte. Ja, geh. Ja, doch. Jetzt da, links. Rechts. Genau da. In diesem Raum. Und schießt. Jawoll. Abgebaut. Unser Gewinner. Yes, wir machen das. Oh, ich hab ne KD von 2. Gar nicht gemerkt, dass ich mal eben ein paar umgebracht habe. Du Monster! Ja. Die sag mal, geht's noch? Alter, ich könnte eine klatschen, ne? Ja, könntest du, machst du aber nicht. Drei Rekruten. Ja, ich hab leider nichts. Ne, das sind alle wieder rein, ne? Ja. Was ist denn dieser Kapkan? Was kann denn der? Der hat diese Waffe und der kann die Fenster und Türen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so eine Art Stolperladung legen. Ja, ich glaube, der kann doch irgendwie, was ja genau, irgendwas mit diesen Seil, also mit den Seilen da machen. Ich glaube. Secure the bombs. Ja, ich habe eine 5, 2er KD, ich habe eine 3-3er. Oh, ich muss ja verteidigen. Aber wir sind im Keller, ne? In der Erdgeschoss. Welche Wände wollen wir verstärken? Gute Frage. Die am besten drei nebeneinander. Ich mach an der Seite einen Rand. Er kann mich ein bisschen quasi verkämpfen. Warum schließt ihr da schon alles ab? Ich möchte auch noch rein. Nein, ich gehe in den Keller. Verkämpft mich im Keller. Ich bin direkt bei B. Also ich bin im Keller hinter einem Schreibtisch. Ich warte da. Könnt vielleicht von hinten an die holen. Vielleicht. So, jetzt stelle ich noch das Schild auf. Ja genau, Alex. Guck mal durch die Kameras. Fällt doch gar nicht auf. Ja, ist ja egal. Ah, da sind schon Gegner drin. Wo ungefähr? Bei den roten Markierungen. So, es ist zwar ein bisschen Camper-Ding, aber. Wir müssen ja verteidigen. Das ist ja eigentlich kein Camp, wir verteidigen ja. Ja, genau. Wurde übrigens gerade angeschossen. So, da sind zwei durch die Fenster. B ist noch safe. Ist jemand auch direkt bei A, ne? Also, ich bin direkt bei B, wollte ich schon sagen. Und ich muss sagen, wenn man die ganze Zeit nur liegt. Ab ein. Gut. Also wenn man die ganze Zeit nur liegt, dann ist echt ruckelfrei das Spiel. Komm jetzt langsam hoch. Ja. Wächst du den Gang? Ja. Oh, die brechen durch bei mir. Bei mir schön. Ab einer Wächter könnten aber noch welche im Gang sein, Zwischengang. Zwischen A und B. Schön. Auf die Füße. Nee, oder aufs Glas schießen. Man nein! Kann es durchbrechen. Ah, gut. Das ist noch einer. Warte mal, wer hat dich abgeschossen? Eigener Teamspieler. Egal, das war aus Versehen, ist nicht schlimm. Wo ist der letzte? Gute Frage, ich schau. Der Gang zu AAB ist frei, also. Das war unser eigener Mann. Ja, aus Versehen. Da guckt, der hat auch den Wert viel hochgemacht. Ja, egal. Naja, das war ja ein Versehen. Ja, aber wie der mich umgebracht hat, der ist wirklich volle Freizeite. Ja, so richtig brutal mit Hass im Gesicht. Ja, so richtig, weißt du. Hey, aber Leute, wir haben gewonnen. Yay, 3-1. Läuft bei uns. Jawoll. Level 3. Ja, ich auch. Level 4. Ich nicht.
Wie viel braucht man? 1000, ne? Für noch einen Operator für den zweiten. Je nachdem, welche Fraktion. Achso, stimmt, das ist ja egal. So, ich hab 1100, also ich könnte mal was kaufen. Ich würde sagen, das zeigen wir gerade nochmal und dann würde ich sagen... Ja, dann gehen wir erstmal ganz hier raus. Ja, mal ins Menü, ups, jeder von uns. Ja. Danke. So, Challengen. Was? Was für eine Challenge? Ah, warte mal. Ich hab so eine... Ja, genau, ich hab auch so eine Challenge. Eliminator Bronze. Glass Specialist Win 2 mit Play Around with Glass. Achso, mit Glas muss ich 2 Runden gewinnen. Und dann krieg ich 200 extra. Also in einem Single-Multiplayer-Match soll ich 3 Gegner umbringen. In einem Single? Ja, hier steht Single-Multiplayer-Match. Ja, ein einzelnes, denke ich mal. In einem Ganzen. Naja, also, mal sehen, okay. Operate. Gucken wir, genau. Na, da sieht man ja die ganzen Teams da rechts, ne? SAS, FBI. Genau. Das französische, die Spetsnaz, GSG 9. So, Ich habe mich ja mit den Operatoren noch nicht so auseinandergesetzt. Würdet ihr mir da irgendwen als für die Verteidigung empfehlen? Keine Ahnung. Himmelstein. Ja, erstmal gucken. Was macht denn dieser Mute? Der ist gar nicht mal so schlecht. Wer? Mute. Ist das ein. Ups, bin ich rausge. Welches Team? SAS. Ach so. Ah ja, der hat diesen Störsender. Deshalb heißt er Mute. Weil er irgendwie mag ich muted. FBI SWAT Castle Pulse. Was bringt denn Castle? Ach ja, der hat auch diese Armor Panel. Ja, genau, der hat so. Ah, bessere Barrikaden. Genau, bessere Barrikaden kann er bauen. Den finde ich eigentlich nicht schlecht. Ja, der war auch in einem dieser Trainingsmissionen. Dabei, dann kann ich mich noch erinnern. Da hat er voll scheiße geschossen. Wurde irgendwie von der Operator Lady irgendwie gesagt, also von der, die das ist, koordiniert, schießen Sie mal bitte besser. Doc sieht auch noch vielversprechend aus, der Franzose. Ja, aber der sieht immer so aus, als würde der jetzt gleich eine Leibesvisitation durchführen. Ah, der Bandit, der kann nur die Drähte unter Strom setzen? Ja. Ne, nicht nur die Drähte, oder? Nein. Nee, nicht nur die Drähte, auch Wände. Also verstärkte Wände. Ach, er kann sich und auch selbst reviven, dieser Doc. Ja. Ah, ich glaube, ich nehme den Doc, der kann sich selbst reviven. Ja, das hat wirklich was, aber ich glaube, ich nehme den Castle, ja. Ich nehme okay, Castle. Dann nehme ich Doc. So. Jo. Eigentlich, ja, hier sieht man nach Operators Videos, aber passiert nichts. Loot ist auf jeden Fall praktisch, damit die Gegner die Drohnen, die Bomben nicht finden. Ja, aber trotzdem wissen die ungefähr, wo das ist. Ja. Brauchen wir nur einen einzigen zu sehen und dann passt. Ihr habt jetzt gesehen, hier unter Operators können wir jetzt unsere gesammelten Punkte verwenden, um neue Operatoren freischalten. Aber wir können hier auch bei den einzelnen Operatoren, die wir gekauft haben, natürlich auch noch Loadout verändern. Genau. Hier bei den einzelnen Waffen. Womit wir dann starten, ob die auch eine Zielhilfe drin haben, einen Schalldämpfer, sowas zum Beispiel. Skins kann man sich kaufen. Also ich bin auf jeden Fall kein Fan von Schrotzen, obwohl die in kurzer Distanz wirklich teilweise richtig reinhauen hier, aber ich glaube, ich nehme die MP5, weil das P90 treut mir zu stark, obwohl hier im Spiel. Sieht jetzt nicht so richtig anders aus als bei der MP5, man hat ja hier, sieht man ja bei manchen Waffen dieses Recoil-Pattern, also die, wie sehr diese Waffe halt streut. Sieht man das Streuverhalten und eigentlich ist das fast gleich. Würdet ihr als Gadget bei Castle eher dieses Schild nehmen, was man so aufbauen kann, wie du es eben gemacht hast, Alex, oder ja, diesen Draht? Ach, man muss sich entscheiden. Ja. Ah ne, das kann man auch erst freischalten anscheinend, okay? Nee, ach nee, das stimmt, das muss man da entscheiden. Genau. Je nachdem, also der Schild ist praktisch, wenn man irgendwo die Stellung halten will. Also kann man halt nicht rumlaufen mit, ne? Muss der schon platzieren. Ja, den muss man aufstellen. Den Schild, den platziert man an einer geeigneten Stelle und dann... Ja, ich nehme lieber den Schild, weil
der hat mir gerade eben eigentlich eine gute Deckung gegeben. Und da war halt nur so ein schmaler Spalt, durch den ich dann schießen musste. Und war dann von der anderen Seite halt sicher. Also muss ich anscheinend noch freischalten, werde ich da machen. Aber ja, ich glaube, kannst du sofort nehmen. Nee, das kannst du sofort nehmen. Du musst das nur auswählen im Match. Also bei mir war da jetzt gerade ein Schloss drüber. Ja, das ist so. Das ist ja personalisieren. Geht nicht. Ah, okay. Also ich kann das. Naja. Also ich kann halt eins von beiden. Achso, ist nicht. Kann ich nicht auswählen oder was? Customization not available for deployed shield. Heißt das, ich kann es jetzt doch nicht wählen? Ja, das war bei mir auch so, keine Ahnung. Also im Moment geht's anscheinend nicht, weiß ich nicht. Ich habe es ja trotzdem auf dem Schild gesetzt, vielleicht funktioniert es ja doch. Ja, Hoffnung, ne? Und als zweite Waffe nehme ich halt eine Schnellfeuerpistole, also eine mit hoher Kapazität, weil im Nahkampf musst du einfach draufhalten. Naja, ich würde mal sagen, wir machen mal hier einen Cut. Ja, würde ich auch sagen. Also und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Genau. Ja, bis gut. Dann. Macht's gut, ja. Ciao. Ciao.